Ich weiß nicht, konntest du das gerade zu Hause oder auch hier im Saal im Kopf mitsingen? Laut dürfen wir hier ja nicht. Oder konntest du es zu Hause vielleicht laut mitsingen? Du bist gut? Ob die Sonne scheint oder der Regen fällt, du bist gut? Das singen wir Gott zu in diesem Lied. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht gibt es Tage, da ist es ein bisschen leichter. Da hattet ihr eine tolle Woche, da war der Tag super, ihr fühlt euch super, ihr fühlt euch heilig und ihr kommt hier in den Gottesdienst oder schaltet zu Hause den Laptop ein und denkt, ja Gott, hier bin ich, du bist gut. Und manchmal ist es vielleicht ein bisschen anders, da hattet ihr eine blöde Woche, einen blöden Tag. Manche Sachen sind vielleicht nicht so gelaufen, wie ihr euch es vorgestellt habt oder es sind Dinge passiert, die nicht gut waren und ihr fühlt euch einfach nicht gut und es fällt euch schwerer, dieses Du bist gut zu sagen. Aber wir dürfen wissen, auch in solchen Situationen sind wir von Gott angenommen. Wir dürfen zu ihm kommen und wir dürfen ihm zusingen, du bist gut. Und das wollen wir gemeinsam hier auch heute im Gottesdienst tun. Und ich freue mich, dass ihr hier im Saal Corona sicher dabei seid. Und ich freue mich auch, wenn ihr zu Hause den Livestream eingeschaltet habt. Schön, dass wir bei euch zu Gast sein dürfen jetzt. Danilo wird uns heute die Predigt halten. Es geht ums Thema Hoffnung, die nicht enttäuscht. Unsere Gemeinde wird sich vergrößern und uns stehen aufregende Wochen ins Haus. Das alles heute hier im Gottesdienst. Ich möchte zu Beginn mit uns beten. Wenn ihr möchtet, dürft ihr dazu aufstehen.
Herr, ich möchte dir danken, dass wir hier heute zusammenkommen konnten oder im Livestream zuschauen können, um Gottesdienst zu feiern, um dir die Ehre zu geben, um dich zu loben, von dir zu lernen und auf dich zu hören. Ich möchte dich bitten, sei du bei uns, sprich uns an durch Danilos Predigt und gib uns offene Herzen für das, was du uns zu sagen hast. Amen. Hoffnung. Was bedeutet Hoffnung? Was bedeutet Hoffnung für dich? Ich, wer es vielleicht von euch nicht weiß, arbeite bei der Zeitung und das Thema Hoffnung ist da in letzter Zeit ein größeres bei uns gewesen, vor allem in den Schlagzeilen. Hoffnung auf ein Ende der Corona-Pandemie, Hoffnung auf einen Impfstoff, Hoffnung auf Veränderungen oder vielleicht auch wieder einfach auf Normalität oder im Sportteil die Hoffnung auf 3 Punkte bei Schalke 04. Das ist verschieden. Aber ich möchte dich fragen, hast du schon mal auf etwas gehofft? Hoffst du auf etwas? Worauf setzt du deine Hoffnung jeden Tag in deinem Leben, in verschiedenen Situationen? Wir werden jetzt einige Augenblicke der Stille haben und ich möchte dich ermutigen, denk mal darüber nach, überleg mal, was bedeutet Hoffnung für dich und hoffst du auf etwas? Worauf hoffst du? Der Tobi hat euch gerade die Frage gestellt, worauf hoffst du eigentlich? Jetzt gerade, Corona ist ja relativ omnipräsent und da ist es ja leicht zu sagen, ich hoffe auf ein Ende der Pandemie oder auf einen Impftermin. Ich hoffe tatsächlich eher auf einen Friseurtermin, da komme ich auch hoffentlich früher dran. Vielleicht hoffst du auf ein Ende von Homeschooling oder von Homeoffice, näher ran, ja?
Vielleicht hoffst du auch auf eine kleine Party, die du mal wieder zu Hause feiern kannst, Besuch zu Hause. Oder denken wir mal außerhalb von Corona, vielleicht hoffst du auch auf einen Lottogewinn oder auf ein Haus, auf Gesundheit oder ein neues Auto, vielleicht auf eine neue Ausbildung, einen neuen Job. Ich habe das hier mal so ein bisschen symbolisiert. Könnt ihr euch ja währenddessen mal ein bisschen Gedanken drüber machen. Vielleicht hoffst du auch auf eine Beziehung oder darauf, dass eine kaputte Beziehung geheilt wird. In den letzten Wochen und Monaten habe ich immer mal wieder die Menschen mir angeguckt und habe gedacht, die sind ganz schön hoffnungsvoll. Wir Menschen, wir sind hoffnungsvolle Wesen. Wenn wir geboren werden, dann hoffen wir auf Eltern, die uns lieben, die uns versorgen, die uns Sicherheit schenken. Dann hoffen wir irgendwann, dass die Eltern uns so ein bisschen Freiheit geben, sodass wir Freunde kennenlernen können, am besten auch noch welche, die uns schätzen. Dann hoffen wir auf eine gute Schule mit guten Lehrern, vielleicht noch den einen oder anderen Klassenkameraden, der mir auch gut gefällt. Dann hoffen wir darauf, dass wir im Sportunterricht nicht als letztes gewählt werden, wenn es um die Teams geht. Dann hoffen wir auf gute Noten. Dann hoffen wir darauf, dass die Schule auch irgendwann vorbei ist. Einen guten Ausbildungsplatz, einen guten Studienplatz oder was auch immer. Dann auf einen guten Job mit angemessener Bezahlung. Du hoffst auf einen Partner oder eine Partnerin und dann hoffst du, dass du irgendwann ein Eigenheim kaufen kannst. Dann hoffst du darauf, dass du dieses Eigenheim mit Kindern füllen kannst und wenn die Kinder da sind, dann hoffst du, dass sie auch irgendwann wieder ausziehen. Dann hoffst du auf die Rente und dann, ich finde das schon faszinierend an der Menschheit, wir hoffen, wir können Krisen überstehen. Kriege, Hungersnöte, Krankheiten, Pandemien, Naturkatastrophen und so viel mehr, das alles haben wir Menschen schon überstanden. Aber ich finde, in unserer heutigen Gesellschaft kann man auch ein bisschen beobachten, dass die Hoffnung so ein bisschen zurückgeht. Hoffnung wird auch enttäuscht. Hoffnung schwindet. Und wenn das passiert, dann ist der Ärger groß. Wenn wir uns mal die Corona-Pandemie mal so angucken, schauen wir mal zurück. Am Anfang haben wir so gedacht, ach, das bleibt da in China, das hat mit uns überhaupt nichts zu tun. Diese Hoffnung wurde enttäuscht. Und dann hieß es, ja, der erste Lockdown, der hilft, im Sommer ist alles wieder normal. Wir wissen jetzt, diese Hoffnung wurde enttäuscht. Dann hieß es, eine Impfstoffentwicklung, die wird Jahre dauern. Und dann ein Hoffnungsschimmer. Erste Unternehmen, die haben Erfolge vermeldet und wir dachten, juhu, es geht los. Und jetzt läuft der Prozess doch nicht ganz so rund und dann ist das in den Schlagzeilen. Alle berichten von Chaos, Debakel, Versagen und so weiter. Ich möchte nicht darüber sprechen, ob man sich impfen lassen soll, wie das gelaufen ist. Da könnt ihr euch euer eigenes Bild machen, das ist nicht meine Kompetenz. Aber ich möchte euch sensibilisieren für das Verhalten in unserer Gesellschaft. Wenn Hoffnung enttäuscht wird, dann fühlen wir uns ungerecht behandelt, wir suchen einen Schuldigen und dann ist das in den Schlagzeilen das Riesenchaos, Merkel ist schuld oder keine Ahnung wer. Und hier in Deutschland geht es uns ja vergleichsweise gut. Aber dennoch beobachte ich so eine Dynamik, Hoffnung, die geht irgendwie ein bisschen verloren. Natürlich ist die Enttäuschung groß, wenn du etwas hoffst und es dann nicht bekommst. Irgendwann kann man dann schon die Hoffnung verlieren, wenn man es nie bekommt. Aber es geht auch anders. Du kannst etwas hoffen und es bekommen und dann merkst du, das ist es irgendwie auch nicht. Ich finde, das wird besonders deutlich an so Stars und Sternchen, Hollywood oder New York in den USA oder an Profifußballern. Die Leute, die das schaffen, die kennt man. Profifußballer, die Stars, die unsere Filme spielen, die kennen wir ja. Aber die Anzahl an Personen, deren Träume, Wünsche, Ziele und Hoffnungen zerstört sind, die ist unzählbar. Aber manche schaffen es eben. Sie erreichen den Erfolg, sie erreichen die Bekanntheit und das Geld, wonach sie gesucht und gestrebt haben, aber es brachte ihnen trotzdem nicht den erhofften Frieden. In einer Kolumne einer New Yorkerin wurde darüber berichtet und da steht dann, eins der lustigen Dinge war, dass sie, nachdem sie berühmt wurden, unglücklicher, wütender und gemeiner wurden, als sie es vorher waren.
Weil das riesige Ding, nachdem sie strebten, dieses Berühmtheitsding, das alles gut machen sollte, sie nicht mit Erfüllung und Freude versorgte, sondern sich nichts änderte. Obwohl sie ihre Ziele erreichten, sie waren immer noch sie selbst. Und der Schluss daran ist wirklich bedeutend, finde ich. Sie waren immer noch sie selbst. Das ist ihr Problem. Die Desillusion, dass das, was sie zufriedener machen sollte, nicht eintritt, sodass sie noch unzufriedener und noch unausstehlicher wurden. Und das ist schon irgendwie komisch, weil das gilt ja nicht nur für Profifußballer und Hollywoodstars oder wen auch immer, sondern es gilt, glaube ich, auch in etwa für uns. Unsere Pläne und Ziele werden uns enttäuschen, selbst wenn wir sie erreichen. Wenn wir dann merken, das gibt uns doch nicht diesen Frieden und das Glück, das wir gesucht haben. Wir Menschen, wir sind echt schwer zufriedenzustellen. Das habe ich auch beobachtet. Und ich glaube, das ist auch ein Kern, der uns ausmacht als Menschen. Wir sind schwer zufriedenzustellen. Der große dänische christliche Philosoph Søren Kierkegaard sagte es mal so: Wenn kein ewiges Bewusstsein im Menschen wäre, was wäre da das Leben als Verzweiflung? In anderen Worten, wenn das Leben nur aus Trieben und Instinkten bestehen würde, wäre das Leben vielleicht einfacher, aber hoffnungslos. Es wäre einfach nur das Suchen, das Streben nach Überleben und nach Vergnügen. Aber ich bin überzeugt, dass in uns Menschen etwas Tieferes, etwas Wichtigeres angelegt ist als nur unsere Instinkte und Triebe. Kierkegaard schreibt es so: Ein Bewusstsein für die Ewigkeit. Ich glaube, wir merken das, bewusst oder unbewusst, dass das in uns ist. Und das ist auch der Grund, warum Kapitalismus, Sozialismus, Arbeit, Geld, Erfolg und Macht und Vergnügen die Sehnsucht in unserem Herzen, in unserer Seele nicht stillen kann. In uns Menschen ist eine ewige Hoffnung angelegt. Und dann gibt es dennoch Rückschläge. Und Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit macht sich dann irgendwie breit. Und was mache ich dann? Und die tiefer liegende Frage dahinter ist wirklich: Was ist meine tiefste Hoffnung? Wenn ich nicht bekomme, worauf ich hoffe, und mir bewusst wird, dass ich das nie bekommen werde, worin liegt dann meine Hoffnung? Und wenn ich bekomme, worauf ich gehofft habe, und es mich trotzdem nicht zufrieden stellt, worin liegt dann meine Hoffnung? Und das ist die Frage, um die es heute geht. Worin liegt dann meine Hoffnung? Hoffnung in etwas haben ist viel tiefer als auf etwas hoffen. Hoffnung, hoffen in etwas ist der Anker in unserer Seele. Hoffnung ist unsere Zuflucht. Hoffnung ist das, was unsere Seele schützt und uns im Sturm hält. Hoffnung lässt dich nach vorne schauen, wenn du verlierst, worauf du eigentlich gehofft hast. Paulus, einer der größten Autoren in der Bibel, der hat nicht so viele Worte darüber verloren, worauf man hoffen sollte. Aber das ist in unserer Gesellschaft am meisten Thema. Worauf hoffst du? Die biblischen Autoren, sie schreiben selten aus besonders tollen Umständen und sie schreiben noch seltener in Menschen, die in tollen Umständen sind. Sie kündigen auch nicht irgendwelche großen, tollen Sachen an, den nächsten Lottogewinn für die Gemeinde oder so. Aber sie haben viel darüber zu berichten, worin die Hoffnung der Menschheit liegt. Und eine der einflussreichsten Worte über Hoffnung, die jemals geschrieben wurden, die stehen tatsächlich in Paulus' ersten Brief an die Gemeinde in Korinth. Und auf den ersten Blick haben sie damit gar nicht so viel zu tun. In Kapitel 15, da ist das Evangelium so zusammengefasst. Die gute Nachricht von der Botschaft von Jesus, in die du deine Hoffnung setzen kannst. Ich lese mal die ersten drei Verse. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift
für unsere Sünden gestorben. Paulus fasst hier in ein paar Worten das Evangelium zusammen, die Botschaft, die gute Nachricht. Und er sagt, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und ich möchte euch zwei Gründe nennen heute, warum diese Hoffnung in Jesus und seiner guten Botschaft zu setzen ist, warum ihr eure Hoffnung darin finden könnt. Und das eine ist, die gute Nachricht ist historisch. Also es ist wirklich passiert. Es gab einmal einen Menschen, der gleichzeitig Gott war, der Jesus hieß und er lebte, wie sonst noch nie jemand gelebt hat. Er lehrte, wie sonst noch niemand gelehrt hat. Die Menschen konnten ihn nicht vergessen, sie konnten ihm nicht widerstehen und manchmal konnten sie ihn auch nicht verstehen. Er hat nie ein Buch geschrieben, aber trotzdem wurden die meisten Bücher, die jemals über eine Person geschrieben wurden, über ihn geschrieben. Er hat nie für ein Gemälde posiert und trotzdem würde ich sagen, die meisten Menschen würden sein Gesicht erkennen, wenn sie auf ein Gemälde gucken, wo Jesus abgebildet ist. Niemand kam ihm nur annähernd gleich, der Sohn Gottes hier auf der Erde, und er starb an einem Kreuz wie ein Versager und ein Verbrecher. Und er entschied sich für diesen Weg. Er begrüßte den Tod, obwohl niemand wirklich verstand, wieso. Und als er starb, war seine Bewegung am Boden zerstört, bis etwas passierte. Die Auferstehung Jesu. Und diese Auferstehung, die ließ auch seine Bewegung wieder auferstehen. Seine Bewegung, also seine Nachfolger, seine Jünger, die Gemeinde, sie besteht darauf, dass die Auferstehung von Jesus, dem Messias, das war, dass sie wieder zum Leben auferweckte, aus der Zerstörung herausholte. Das Kreuz, das hier hängt und auch hier auf beiden Seiten hinter mir, perfekt, das wurde zum größten Symbol der Hoffnung, obwohl es eigentlich das größte Symbol für Versagen, für Verbrechen und den Tod war. Und nun ziert das Kreuz mehr Gräber als ein Zeichen der Hoffnung auf Auferstehung als jedes andere Symbol. Paulus schreibt dann weiter in den Versen 4 bis 8. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt. Generell ist anerkannt, dass der Korintherbrief in etwa 20 Jahre nach dem Tod Jesu geschrieben wurde. Also innerhalb einer Generation. Und Paulus nennt einige Namen, die als Zeugen von Jesu Auferstehung gerade stehen würden. Er sagt, ein paar von denen sind gestorben, aber die meisten leben eben noch. Und der Punkt, den Paulus hier macht, ist, wenn ihr mir nicht glaubt, dann fragt doch die. Und das hätte er wohl nicht getan, wenn er sich nicht sicher wäre, dass die Leute auch antworten würden. Die Auferstehung von Jesus und sein Tod am Kreuz, das ist nicht metaphorisch oder symbolisch zu verstehen. Es ist keine poetische Literatur, die ganz nett ist, sondern sie ist historisch. Die Auferstehung ist wirklich passiert. Und das ist auch der einzige Grund, warum es jetzt eine weltweite Bewegung von Nachfolgern Jesu gibt, die wir Kirche oder Gemeinde nennen. Nachdem ihr Messias gekreuzigt wurde. Die Auferstehung bedeutet, deine ultimative Hoffnung in Gott findest du nur bei Gott. Paulus beschreibt das, Christus ist in Übereinstimmung mit der Schrift für unsere Sünden gestorben und dann weiter, er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt, auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Warum muss man das wiederholen? Warum ist das wichtig? Paulus nimmt damit Bezug auf die Geschichte des Volkes Israel. Er sagt, wir sind ein Teil von einer größeren Geschichte. Es gibt so etwas wie Geschichte und es gibt eine Erzählung, die Bedeutung hat. Wenn er sagt, dass Jesus am dritten Tag auferweckt wurde, ist das kein unwesentlicher Teil der Erzählung. Im Alten Testament wird Gott als der Gott der Befreiung, der Gott, der hört und sorgt und handelt, verstanden. Immer wieder gibt es tatsächlich Geschichten, wo Gott am dritten Tag befreit, rettet und heilt. Ich nenne mal ein paar Beispiele.
Josefs Brüder werden in Ägypten festgehalten und am dritten Tag freigelassen. In Josua müssen sich israelitische Spione bei Rahab verstecken und werden am dritten Tag gerettet. Esther erfährt, dass ihr Volk ermordet werden soll und sie fastet und betet 3 Tage lang und dann wird sie zum König gerufen und er hört sie an. Abraham wird von Gott beauftragt, seinen Sohn zu opfern und sie gehen 3 Tage und dann zeigt Gott Abraham das Opfer, das seinen Sohn Isaak retten wird. Immer wieder rettet Gott in diesen Geschichten am dritten Tag und Jesus kündigt seinen Jüngern dann an, dass er sterben muss und dass er wieder auferweckt werden würde am dritten Tag. In Matthäus 12, Vers 40 steht, denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefe der Erde sein. Dann nimmt sogar Jesus Bezug auf die Geschichte. Ich werde manchmal gefragt, warum denn 3 Tage und 3 Nächte? Warum Jesus das da so sagt? Warum er sagt, dass er 3 Tage und 3 Nächte im Grab sein würde, wenn er am Freitag starb und am Sonntag auferstand? Dann lese ich da nur 2 Nächte. Wie kommt das zusammen? Dafür muss man verstehen, dass die Hebräer ein bisschen anders gezählt haben als wir. Die haben nicht gezählt, okay, das war jetzt eine Nacht und ein Tag, sondern die zählen den Tag, wo etwas passiert, als Einheit. Tag und Nacht gehören zusammen. Ich kann euch da auch mal so ein kleines Beispiel nennen, vielleicht aus unserem Leben. Sagen wir, du bist zu Hause und dein Partner sagt, ich bin jetzt mal für 3 Tage weg. Was er meint, ist 3 Tage und 3 Nächte. Aber er fährt am Freitag und am Samstag und am Sonntag weg. Und die Frau würde sagen, aber du warst doch nur 2 Nächte weg. Aber für ihn, weil es so schlimm ist, von zu Hause weg zu sein, sagt er, es sind 3 Tage. Und die Frau sagt, aber es waren doch nur 2 Nächte, du warst doch gar nicht so lange weg. Kann man natürlich auch umdrehen, dass der Mann 3 Tage länger weg sein möchte, ganz egal. Aber so kann man zählen. Man kann sagen, dass der ganze Tag als Einheit gesehen wird oder man sagt eben, ich zähle genau die Stunden und dann war ich nur 68 Stunden oder so fort. Paulus bezeugt in 1. Korinther 15, dass das, was wir in der Bibel lesen, dass das wirklich passiert ist. Und das führt uns auch zum zweiten Grund, warum wir unsere Hoffnung in Jesus haben. Der zweite Grund ist das Problem der Menschheit, sie waren immer noch sie selbst. Die Menschen damals, sie hatten bekommen, worauf sie gehofft haben. Die Zeit von Jesus, die war voll von Hoffnung auf den Messias. Aber irgendwie blieben sie dann doch sie selbst, als der Messias kam. Jesus starb am Kreuz für unsere und für ihre Schuld in Übereinstimmung mit der Schrift. Und für uns heute ist das sehr persönlich. Und die Israeliten haben gedacht, das ist nicht der Messias. Sie waren immer noch sie selbst. Und für Paulus ist das etwas sehr Persönliches. Er schreibt in den Versen 8 bis 10, als letztem von allem hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt. So wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. In diesem Text steckt ganz schön viel drin. Dieses Wort Fehlgeburt, das fällt uns besonders auf, finde ich. Im Griechischen steht da Ektroma. Und es kommt im gesamten Neuen Testament nur an dieser einen Stelle einmal vor. Es ist ein Wort, das in der römischen Gesellschaft so viel wie Abtreibung oder Fehlgeburt, eine Frühgeburt, aber auch ein missgestaltetes Baby beschreibt. Und so beschreibt Paulus sich hier selbst. Vielleicht hat das etwas mit seinem Äußeren zu tun. Vielleicht hat es auch etwas damit zu tun, dass er sich so sehr schämt, die Gemeinde Gottes verfolgt zu haben. Vielleicht war es sogar ein Wort, mit dem die Feinde Paulus ihn beschimpft haben. Heute würde man dann wahrscheinlich sagen, du Missgeburt, das hört man dann öfter in der Schule. Aber Paulus nutzt diese Umschreibung, dieses Schimpfwort für sich selbst, um Gott für seine Gnade zu loben und ihm die Ehre zu geben. Er schreibt, eine Fehlgeburt wie mich, für die es keine Hoffnung gab.
Ein kümmerlicher, kleiner, unscheinbarer, sündiger, schuldiger Wicht, der von Gott getrennt war und schreckliche Dinge getan hat, der Jesu Freunde getötet hat. Und Jesus starb für meine Schuld. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Das ist Gnade. Und wenn Gott Paulus diese Gnade angeboten hat, einem, der die Freunde Jesu tötete, ich glaube, dann bietet Gott uns auch diese Gnade an. Vergebung als ein Geschenk der Gnade. Rettung als ein Geschenk der Gnade. Ewiges Leben als Geschenk der Gnade. Jesus starb, aber er wurde auferweckt am dritten Tag, damit wir Gottes Gnade empfangen können. Und das ist die gute Botschaft von Jesus. Und dann stehen wir oder sitzen wir hier und wir sind immer noch wir selbst. Wie antworten wir denn darauf, dass wir diese Gnade haben? Wie antworten wir darauf, dass wir so angenommen sind, wie wir sind? Die Frage heute ist eigentlich nicht, worauf hoffst du? Welche Umstände erhoffst du dir? Viele Menschen, die leben ja nur so für den Moment. Aber wenn das Leben kein ewiges Bewusstsein hätte, wenn das nicht in uns Menschen angelegt wäre, dann wäre das Leben doch nichts als Verzweiflung. Die Frage ist doch nicht, worauf hoffst du, sondern worin liegt deine Hoffnung begründet? Wenn du willst, kannst du natürlich für deine Erfolge, für deine Leistungen, für deine Sicherheiten, für deinen Besitz, für deinen Job, für Geld und für Gesundheit leben. Kannst du machen. Ich persönlich, ich bin ein begeisterungsfähiger Mensch. Ich habe schnell Wünsche und Hoffnungen und Träume und Ziele und werde auch relativ schnell enttäuscht, weil so viele Ideen und Hoffnungen, wie ich haben kann, das kann man gar nicht erfüllen. Und deswegen muss ich mich immer wieder daran erinnern, dass am Ende alles hier landet, im Müll. Ich habe euch einen Mülleimer mitgebracht und ein paar Gegenstände zum Visualisieren. Das ist ein Haus. Das ist jetzt kein Traumhaus, aber der Lothar zeigt euch mal mein Traumhaus. So. Der deutsche Traum vom Eigenheim erlebt auch in mir. Das Haus steht in Kanada, würde ich auch nehmen. Also ein Naturstamm-Blockhaus am See, ein Traum. Also wenn jemand von euch einen Bauplatz am See hat, ne, ihr wisst, wo ihr anzurufen habt. Ich weiß, dass ich das nie bekommen werde. Also da muss schon viel passieren, damit das klappt. Aber selbst wenn ich dieses Traumhaus bekommen würde, am Ende, hoffentlich passt's rein. Am Ende landet's hier. So viel Ernst muss sein. Jedes Haus, und wenn es noch so schön ist, wir können es nicht mit in den Himmel nehmen. Und dann gibt es Autos, Mann oh Mann, ein Trabi, das ist nicht mein Traum ist da. Es gibt so schöne Autos. Neulich fuhr hier an der Gemeinde ein Lamborghini vorbei, nur um dann im neuen Fachmarktzentrum mal den Motor auszuprobieren, wie der denn so klingt, wenn man den aufheulen lässt. Das hat man bestimmt in Nanzenbach noch gehört, das war laut. Ich wusste nicht, dass es in Dillenburg Lamborghinis gibt und Leute, die sowas besitzen, aber ich fahre ja auch mein Traumauto, Citroën Berlingo, yeah. Aber irgendwann, selbst das, landet irgendwann im Müll. Es gibt Abschlüsse, Ausbildungen, Fortbildungen, Studienplätze, man kann sogar Dinge studieren, damit kann man überhaupt keinen Job kriegen. Ägyptologie und so ein Quatsch. Also es gibt so viele Sachen, die man studieren kann. Ein Freund von mir, der hat einen Kredit aufgenommen von zigtausenden Euro, um sich für ein Semester bei Harvard einschreiben zu können, nur damit es in seinem Lebenslauf steht. Aus keinem anderen Grund. Der hat sich für sein Leben verschuldet, damit das da drin steht. Ich war bei Harvard. Ich habe mal den ersten Hilfekasten aus dem Jugendraum mitgenommen. Er symbolisiert Gesundheit, ihr könnt auch Schönheit, Aussehen, ihr könnt da alles reinpacken in diesen Koffer.
wie gut es uns in unserem Land geht, trotz Corona. Ich habe das Gefühl, Gesundheit in unserem Land geht immer weiter nach oben. Du kannst mit dem Motorrad vorne einen Baum fahren, du kannst in allen Teilen verletzt oder zerfetzt sein und im Krankenhaus flicken sie sich trotzdem wieder zusammen. Ich würde nicht sagen, dass es verkehrt ist, gesund zu sein. Ich würde nicht sagen, dass es verkehrt ist, auf einen Impfstoff auch zu hoffen. Ich würde nicht sagen, dass es verkehrt ist, dass man schön ist oder gut aussieht. Aber man muss sich doch daran erinnern, letzten Endes landet unsere Gesundheit irgendwann hier. Und dann, ihr habt es schon gesehen, der Friedhelm hat mich gerade ausgestattet mit einem echten 100-Euro-Schein. Stellt euch mal vor, hier wären jetzt noch 10 Nullen dran oder so. Geld. Unsere Gegend ist ja extrem stark. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wie viele weltmarktführende Firmen es hier in der Gegend gibt. Autozuliefererfirmen und alles Mögliche. Ich glaube, das sind über 100 Firmen, die so im Siegerland und im Lahn-Dill-Kreis so sind, die Weltmarktführer in ihrem Bereich sind. Das läuft auch weiter. Ich habe jetzt gelesen, unsere Wirtschaft ist trotz Corona bei 90%. Das ist ganz schön viel. Und da wird immer noch ganz schön viel Geld generiert. Atemberaubend, wie viel Geld da so entsteht. Man kann dafür leben, aber am Ende landet es dann natürlich in der Mülltonne. Nein, Spaß. Okay. Ich mache es mal hier hin, dann könnt ihr es noch ein bisschen genießen. Ja? Paulus hat mal in einem Brief an Timotheus geschrieben, wo er sagt, schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht in etwas so Unbeständigem wie dem Reichtum zu finden, sondern in Gott. Hoffnung in Gott finden. Du kannst leben für das, was zeitlich ist. Ich schmeiß jetzt doch hier rein. Du kannst für das leben, was vorübergeht, oder du kannst für Gott leben. Du kannst für das leben, was ewig ist. Du kannst Jesus folgen, ganz konsequent, und erfährst die Gnade Gottes und Vergebung deiner Schuld und eine ewige Hoffnung, die darin begründet ist, dass du ein Leben mit Gott in der Ewigkeit verbringen wirst, die über den Tod hinausgeht. Und Paulus beschreibt das, wie das geht oder was das bedeutet. Er schreibt ja, das Evangelium, diese Botschaft, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Die Idee dahinter ist, dass so wie ich jetzt hier mit meinem Körper auf dem Boden stehe, stehe ich auf einer Grundlage. Sie ist das Fundament, auf dem ich stehe. Aber auch mein Inneres, meine Seele steht auf dieser Grundlage und auf irgendetwas müssen wir stehen. Für etwas müssen wir stehen. Man kann diese Entscheidung so ein bisschen wie eine Hochzeit vergleichen. Ich habe noch nie eine Hochzeit gesehen, wo der Ehemann sagt, nö, ich sitze lieber. Also Eheversprechen und so, ich setze mich einfach mal hin, ich bleibe da sitzen, meine Braut, die kann da gerne stehen und dann würde ich gerne dann von hier aus sagen, dass ich diese Person heiraten möchte. Nein, für irgendetwas müssen wir stehen, für irgendetwas müssen wir einstehen und wir müssen irgendeine Grundlage haben und eine Entscheidung treffen, die man uns auch irgendwie abkauft. Egal, worauf du deine Hoffnung baust, egal, ob du sie hast und sie enttäuscht wird, oder ob du bekommst, worauf du gehofft hast und dann merkst, irgendwie war es das doch nicht. Egal, ob wir im Sommer wieder so leben, als wäre Corona nichts gewesen oder ein Impfstoff am Ende doch nichts bringt, du wirst du selbst bleiben. Du wirst du selbst bleiben. Also gehe ich davon aus, deine Hoffnung, wenn du auf etwas hoffst, wird dich sowieso irgendwie enttäuschen. Aber Jesus Christus, der den Tod besiegt und die Sünde mit ins Grab genommen hat und wieder auferstanden ist, er hat das für dich gemacht. Egal wie schwer deine Schuld ist, egal wie groß oder klein deine Hoffnung, ob du dich klein und unbedeutend fühlst, ja vielleicht sogar, wie Paulus es beschreibt, eine Missgeburt, die keinen Wert hat und keine Hoffnung. Ich glaube, wenn Paulus hier heute stehen würde, dann würde er sagen, lege deine Hoffnung in Jesus und er wird dir Gnade schenken, und nimm dich so an, wie du bist
Und vielleicht kannst du das dann ja auch. Wenn Jesus dich so annimmt, wie du bist, vielleicht kannst du das dann auch. Wir wollen jetzt eine Zeit der Stille machen, wo du darüber nachdenken kannst, lege ich meine Hoffnung wirklich in Jesus oder habe ich nur ständig neue Hoffnungen, die enttäuscht werden oder vielleicht auch nicht enttäuscht werden? Worauf hoffst du und worin liegt deine Hoffnung? Denk da mal ein bisschen drüber nach, es muss, glaube ich, nicht so lang sein, aber seid mal ehrlich zu euch selbst und überlegt mal, worin liegt deine Hoffnung? Und ich möchte jetzt noch beten und danach haben wir diese Zeit der Stille. Jesus, wir haben es gerade in 1. Korinther 15 gelesen, dass für Paulus, einen Menschen, für den es keine Hoffnung gab, doch du die Hoffnung bist. Wir können Hoffnung in dir finden. Ich möchte dich bitten, dass wir jetzt in dieser Zeit ehrlich sind zu dir, ehrlich sind zu uns selbst und wo wir ja für uns merken, was ist eigentlich unsere Hoffnung, worin liegt die? Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, zu erkennen, dass du uns so annimmst, wie wir sind. Dass selbst wenn sich unsere Umstände ändern, wenn Hoffnungen in Erfüllung gehen, Dinge, auf die wir hoffen, uns ja vielleicht sogar zufallen, wir sind immer noch wir selbst und wir wollen dich bitten, dass wir erkennen, dass du uns annimmst und dass wir das auch können. Amen. Through the storm, He is love.
trumpet sound. Ganzes Leben. Danke, dass das durch dein Opfer, durch dein liebevolles Opfer möglich ist. Du hast dein Leben für uns hergegeben. Und deswegen wollen wir dir danken mit den Liedern, mit dem, was wir singen, was wir spielen, was wir still mitbeten, was wir hören und mit unserem ganzen Leben. Heute an einem Sonntag, wo die Sonne scheint, wo das vielleicht leicht fällt, aber auch morgen am Montag, am Werktag, wenn Widerstände da sind, wenn es überhaupt nicht leicht fällt, auch dann möchten wir dir mit unserem Leben Danke sagen. Und da merken wir, wie schwach wir sind, aber danke, dass du für unsere Schwachheit da bist. Weak made strong in the Savior's love. Wir sind stark durch deine Liebe, durch deine rettende Liebe. Und dafür danken wir dir, dafür loben wir dich und wir wollen dich verehren.
of the nations. Jesus, comfort for all who mourn. You are the source of heaven's hope on earth. Jesus, light in the darkness. Jesus, truth in each circumstance. Ich darf den Steffen Emde nach vorne bitten. Wir werden nämlich jetzt eine Aufnahme haben. Ich habe eigentlich gar nichts zu melden, ich bin nur Pate, ich werde nur beten. Aber damit der Dietrich noch die Zeit hat, hier rüberzukommen, überbrücke ich schon mal ein bisschen die Zeit. Du stehst. Steffen steht. Ich hoffe, ich habe den. Komm noch in unsere Mitte. Guten Morgen, Steffen. Ich bin auf Sendung, ja. Ja, eine Gemeindeaufnahme heute Morgen. Wir freuen uns total darüber. Steffen, wir freuen uns, dass wir dich heute Morgen, endlich kann man sagen, in die Gemeinde aufnehmen können. Du hast ja eine Weile schon angeklopft und dann hat es ein paar Wochen gedauert mit Aufnahmegespräch und den ganzen Formalitäten hier bei uns. Aber heute ist es ja dann soweit. Genau. Ich habe für die Aufnahme heute einen Vers ausgewählt. Und zwar aus dem Predigttext von heute, 1. Korinther 15, ein Teil von Vers 10, der wird in einer Bibelübersetzung folgendermaßen übersetzt. Alles, was ich bin, bin ich allein durch Gottes vergebende Gnade. Da steckt ja was Tiefes und ganz viel drin. Was bin ich? Wer bin ich? Die Frage beschäftigt einen ziemlich oft im Alltag, manchmal ausgesprochen, manchmal unausgesprochen. Sie geht mit uns und sie ist eine total wichtige Frage. Und Paulus gibt ja einen besonderen Blick und gibt eine Antwort und gibt seine Haltung, seine persönliche Haltung teilt er mit. Und ja, es ist gut, wenn wir die zu unserer Haltung machen, dass unsere Identität, unser Sein, wer wir sind, dass das sich begründet aus der Vergebung und der Gnade von Jesus.
Das gilt für uns als Christen, das gilt für dich persönlich. Und es ist cool, dass diese Tatsache, die hat Auswirkungen, die macht was mit uns. Sie macht uns dankbar, sie macht uns demütig, sie macht uns gemeinschaftsfähig und sie setzt uns in Bewegung für Gottes Ziele. Und so wollte ich dir das heute mitgeben als ein Motto für die nächste Zeit, auch für die Zeit hier in der Gemeinde, aber auch darüber hinaus für dein ganzes Leben. Wir freuen uns total, dass du Mitglied unserer Gemeinde jetzt bist, wünschen dir viel Segen dafür und ja, freuen uns auf eine gute gemeinsame Zeit in dieser Gemeinde. Und der Danilo wird jetzt noch für dich beten. Genau, und ich bitte euch dazu aufzustehen, wenn es möglich ist. Himmlischer Vater, ich danke dir für Steffen und für die Art und Weise, wie du ihn gemacht hast. Und für sein Leben, dass du ihn bis hierher begleitet hast und dass er jetzt Mitglied bei uns in der Gemeinde wird. Er bringt sich schon ein und fragt auch immer wieder, wo er noch helfen kann. Und ich danke dir einfach für sein Herz und für seine Bereitschaft und seinem Willen, dir und der Gemeinde zu dienen. Ich möchte dich bitten, dass er hier in der Gemeinde und in Dillenburg wirklich ein Zuhause findet, ein geistliches, aber auch eins zum Wohnen. Und danke, dass du ihn bewahrt und begleitet hast. Und wir bitten dich, dass du es weiter tust. Hilf uns als Gemeinde, ihn willkommen zu heißen. Und lass uns ihm einfach auch in dieser Corona-Zeit trotzdem ja wirklich zeigen, dass er willkommen ist, dass er hier sein darf und dass wir eine zweite Familie für ihn sein wollen. Danke, dass er hier ist. Und danke, dass wir jetzt auch so zusammengehören. Amen. Amen. Ja, ihr dürft mal klatschen. Und das gebe ich dir ganz schnell. Okay. Witzig. Ein Leben. Ein Leben, dein Leben in anderthalb Minuten. Tja, aber war das dann schon alles? Was macht das für einen Sinn? Warum lebst du und stirbst? Und dann? Was macht dich glücklich? Was gibt dir Hoffnung? Glaube oder Gott? Stimmt das, was in der Bibel steht? Ja, stell dir mal vor, was denn dann? Wenn du dir diese Fragen auch stellst, dann ist Alpha genau richtig für dich. Alpha bietet die Möglichkeit, diese Fragen zu besprechen, miteinander in entspannter Atmosphäre. Fragen zu stellen zum Glauben, sich auszutauschen mit anderen darüber. Und dazu sind alle eingeladen, Alpha dieses Jahr online. Alpha online mit, ja, man rechnet insgesamt im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich und der Schweiz mit bis zu 1000 Teilnehmern, dann ist das nämlich erschöpft. Die sind natürlich nicht alle an so einem Abend dann zusammen, sondern auch in Gruppen. Und ich lade dich dazu ein. Alpha Startparty ist allerdings schon am 25. Februar. Jeweils von 20 bis 21.15 Uhr finden die Alpha-Treffen statt. Und das Ganze dauert dann etwa bis zum 29. April, immer donnerstags 20 Uhr.
Ja, ich lade dich auch ein, andere einzuladen. Arbeitskollegen, Freunde, Bekannte, die dir wichtig sind, von denen du vielleicht weißt, dass die sich auch diese Fragen stellen, die du vielleicht dabei haben willst. Herzliche Einladung dir, euch, denen, die du einlädst. Wir haben ab heute Nachmittag auch noch Einladungskarten, die du dann auch weitergeben kannst. Kannst du hier abholen, vielleicht bei einem Spaziergang heute Nachmittag, im Café vorbei ein Stückchen Kuchen noch mitnehmen. Die werden ab heute Nachmittag vorne im Foyer am Tresen liegen. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns sehen. Alpha Startparty, 25.02. ab 20 Uhr. Schau im Internet oder schau bei uns auf der Webseite, auf der FEG-Webseite. Dort sind die Sachen verlinkt und man kommt dann direkt zu der Möglichkeit, sich dort anzumelden. Das wäre wichtig. Wenn du teilnehmen willst, dann melde dich dort an und wir sehen uns am 25.02. Ich freue mich. Bis dann. Ciao. Ja, danke Roland, auf jeden Fall eine coole Sache mit dem Online-Alpha-Kurs. Also wenn ihr da Interesse dran habt oder jemanden kennt, wo ihr sagt, das könnte passen, dann meldet euch gerne an. Ansonsten bleibt mir jetzt noch zu sagen, dass wir auch diese Woche natürlich euch wieder daran erinnern möchten, dass wir unsere Gemeindearbeit über Spenden finanzieren und dass wir Spenden brauchen, um das machen zu können, was wir machen. Ihr könnt gerne euer Geld nicht in den Müll schmeißen, dafür brauchen wir es dann vielleicht doch noch, sondern wenn ihr meint, ihr wollt ein bisschen was geben, dann macht das gerne. Beispielsweise über die eingeblendete Adresse via PayPal. In dieser Woche geht das Ganze an die Jungschararbeit in unserer Gemeinde. Also ein wenig was für den Nachwuchs, coole Sache. Genau, dann bleibt mir nur noch zu sagen, schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine tolle Woche und lasst uns noch gemeinsam zum Segen Gottes aufstehen. Sei mutig und stark. Hab keine Angst und lass dich nicht einschüchtern. Der Herr, dein Gott, geht mit dir. Er hält immer zu dir und lässt dich nicht im Stich. So segne dich der Herr. Amen. Eine gute Woche euch und noch einen schönen Sonntag.